Hallihallo, mein Name ist Markus und ich möchte euch in diesem Video wieder ein etwas fortgeschritteneres Thema rund um KSP-2 vorstellen. Genauer gesagt geht es darum, wie man zwei Raumfahrzeuge im Orbit um einen Himmelskörper dazu bringt, dass sie sich an einem Punkt direkt begegnen, kurz Rendezvous. KSP-2 hat eine sehr viel niedrigere Schwelle zum Einstieg in die virtuelle Raumfahrt, dank der wirklich guten Tutorial-Videos und Missionen. Jeder KSP-Neuling sollte sich diese auf alle Fälle ansehen bzw. durchspielen. Sie erklären auf eine sehr verständliche Weise die ersten Schritte im Spiel sowie die Grundlagen zur Steuerung bis hin zu einem Transfer zum Moon. Vielleicht trifft die Präsentation der Tutorials nicht den Geschmack von jedem und die virtuelle Beraterin kann auch ein wenig nervig wirken. Dennoch, ein Besuch im Trainingszentrum ist absolut empfehlenswert. Die Vorkenntnisse, die man in den Ingame-Tutorials erlernt, sind für den Rest dieses Videos auch als Voraussetzung anzusehen. Gehen wir aber nun ins VAB und laden die Stock Kerbal K2. Anhand dieser vom Spiel vorgefertigten Rakete zeige ich euch, wie man ein paar kleine Probleme umgehen kann. Niemand mag zum Beispiel wobbelnde Raketen, richtig? Benutzt die Taste 2 oder klickt auf das Symbol am unteren Bildschirmrand, um das Rotations- und Bewegungstool auszuwählen. Wählt den Tank direkt unter dem ersten Stufentrenner aus und schiebt diesen ein wenig nach unten. Klickt mit der rechten Maustaste anschließend auf das sich darüber befindliche Pudeltriebwerk und schaltet im Part Manager vorläufig die Sichtbarkeit des Fairings aus. Wählt als nächstes eine Strut aus und wechselt auf die Vierfachsymmetrie. Danach verbindet ihr den eben nach unten geschobenen Tank mit dem Tank der Oberstufe. Dadurch stellt man eine Verbindung her, die den Stufentrenner und das Triebwerk überbrückt. Die Strut selber kann man mit einem Rechtsklick dann fokussieren und anschließend mit dem Bewegungstool noch ein wenig in den Tank hineinschieben. Sieht halt irgendwie besser aus. Danach kommt der Tank wieder an die richtige Stelle und im Part Manager kann das Fairing des Triebwerkes wieder sichtbar gemacht werden. Als nächstes legen wir unseren Fokus auf die vier Booster, wählen erneut eine Strut aus und verbinden mit aktiver Vierfachsymmetrie die Booster mit dem unteren Tank der ersten Stufe. Danach geht es an den Fallschirm. Dieser muss weg, da wir mit diesem Umbau schließlich noch einiges vorhaben. Stattdessen kommt ein passender Docking-Adapter an seine Stelle. Und damit unser Pilot am Ende auch wieder sicher landen kann, bringt man einen radialen Fallschirm an die Kapsel an. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Und ein Fallschirm reicht in der Regel auch aus, um wieder sicher auf Kerbin landen zu können. Ich entscheide mich jedoch für zwei Fallschirme und verschiebe diese noch ein wenig. Ich wiederhole mich, aber sieht halt irgendwie besser aus. Dann vermeiden wir vorsorglich noch ein Problem, das unwillkürlich auf uns treffen wird, wenn man im Stufenstapel alles so lässt wie voreingestellt. Wenn Stufentrenner und Triebwerk in einer Stufe sind, führt das zurzeit zu einem Fehler. Das Triebwerk zündet zwar, aber die Stufen werden nicht getrennt. Mit dem Plus-Symbol legt ihr eine neue leere Stufe an und zieht anschließend den Trenner in diese hinein. Ein weiterer Punkt, den ich fast zu spät bedacht habe, sind die RCS-Schubdüsen. Die Anzahl wird erstmal auf 4 Düsen reduziert. Über den Part Manager öffnet man dann die fortgeschrittenen Bedienelemente und deaktiviert Gierung, Neigung und Rollwinkel. Und dann natürlich Speichern nicht vergessen. Danach liegt es an euch, zwei dieser Raumschiffe in einen Orbit zu bekommen. Wie diese Orbits ausfallen, spielt dabei auch keine große Rolle. Sie sollten sich nur nicht zu sehr ähneln und auch nicht zu krass auseinanderliegen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass man als Anfänger unbedingt die Trainingsmissionen spielen sollte. Erst recht, wenn man noch Schwierigkeiten hat, einen zufriedenstellenden Orbit zu erreichen. Im Orbit angekommen, wählt ihr zunächst das zweite Raumschiff als Ziel aus. Und wenn ihr so wie ich eine zu große Inklination zu eurem Ziel habt, sollte man diese entweder am aufsteigenden oder am absteigenden Knoten ausgleichen. Am aufsteigenden Knoten muss man sein Manöver in den Antinormalvektor planen und am absteigenden Knoten in den Normalvektor. Wenn man das Manöver nur in eine Richtung alleine durchführt, wird man feststellen, dass die Apoapsis sich stark ändert.
Also sollte man auch das in Betracht ziehen, um eine zu starke Abweichung zu vermeiden. Wie man sieht, setze ich mein Manöver am aufsteigenden Knoten. Daher plane ich meinen Schub antinormal ein. Außerdem benötige ich noch etwas Schub in die rückläufige Richtung und der Startzeitpunkt des Manövers wird leicht nach vorne im Orbit verlegt. Am Ende solltet ihr auf ein vergleichbares Ergebnis kommen. Nun muss man nur noch das Manöver durchführen und sobald es durchgeführt wurde, kann man es wieder löschen. Ihr seht, dass der erreichte Orbit nicht dem geplanten entspricht. Das liegt am Manöverplaner selber, der in der Version 0.1.0 noch nicht richtig funktioniert. Das stellt allerdings kein großes Problem dar. Ein vorsichtiger, rechtläufiger Brennvorgang bringt die Apoapsis wieder auf die gewünschte Höhe. Für einen Transfer zum Ziel benutzen wir einfach einen neuen Manöverknoten. Dieser kann direkt hinter dem Raumschiff in dem leicht lila gefärbten Bereich der Orbitlinie gesetzt werden. Wenn man einen niedrigeren Orbit als das Ziel hat, muss sich das eigene Raumschiff hinter dem Ziel befinden und der Orbit muss erhöht werden, sprich, man plant einen Schub in die rechtläufige Richtung. Befindet man sich in einem höheren Orbit, so sollte man sich vor seinem Ziel aufhalten und seinen Orbit verringern, also einen rückläufigen Schubvorgang durchführen. In diesem Beispiel ist der eigene Orbit niedriger und ich plane daher, den Orbit mit einem rechtläufigen Schub zu erhöhen. Sobald die Apoapsis die Orbitlinie des Ziels schneidet, erscheinen zwei neue Markierungen. Vor allem die Markierung mit einem zusätzlichen Symbol ist hier interessant. Mit einem Rechtsklick bleibt diese dauerhaft sichtbar und man kann das Manöver auf der Orbitlinie verschieben, bis die Distanz zum Ziel so klein wie möglich ist. Mit weiteren feinen Einstellungen am Manövermarker sollte man nun versuchen, so nah wie möglich an sein Ziel zu kommen. Eine Entfernung von 2 bis 3 Kilometer reicht hier vollkommen aus. Und selbst wenn es noch ein wenig mehr sein sollte, so kann man das später leicht ausgleichen. Wenn ihr zufrieden mit eurem Plan seid, kann dieser ausgeführt werden. Richtet dazu das Schiff auf das Manöver aus und beachtet, dass man wirklich nur sehr wenig Delta V ausgeben muss, um an das Ziel zu gelangen. Es ist empfehlenswert, den Startvorgang ein wenig früher als vom Tool vorgegeben durchzuführen und auch nur wenig Schub zu benutzen. Wichtig ist vor allem, dass ihr einen relativen Zeitpunkt zum Start des Brennvorgangs habt. Löscht daher das Manöver rechtzeitig, um die Orbits wieder richtig erkennen zu können und regelt euren Schub auf 0, sobald die Schnittpunkte erscheinen. Ab jetzt solltet ihr die Lage des Raumfahrzeuges auf keinen Fall ändern. Nun gebt ihr wieder so lange ganz vorsichtig Schub, bis die Entfernung des Ziels so klein wie möglich ist. Solltet ihr zu viel Schub gegeben haben, kann man das leicht mit den ACS-Düsen korrigieren. ACS also anschalten und mit der Taste H bzw. der Taste N die Entfernung zum Schnittpunkt möglichst weiter verkleinern. Nun könnt ihr vorsichtig ein wenig vorspulen. Haltet dabei die Zeit des Schnittpunktes im Auge und spult bis ca. 2 bis 3 Minuten an diesen heran. Stellt die Geschwindigkeitsanzeige durch Klicken nun auf euer Ziel um und richtet das Raumschiff grob auf rückläufig aus. Man sieht nun den weißen rückläufigen Zielmarker, den grünen relativen Vektormarker des Ziels und natürlich die eigene weiße Lagemarkierung. Stellt das SAS wieder auf Stabilität um und merkt euch folgende Kombination: Weiß, Grün, Weiß. Die eigene Lage muss nun so ausgerichtet werden, dass man durch alle drei Marker auf dem Navball eine gedachte Linie ziehen könnte. Dann kann man vorsichtig Schub geben. Der grüne Marker wird dadurch langsam zum weißen Zielmarker wandern. Haltet die relative Geschwindigkeit zum Ziel und die Entfernung zum Ziel gut im Auge. Zudem kann man den grünen Marker ein wenig folgen, um diesen noch genauer auf den Zielmarker zu schieben. Stoppt den Schubvorgang, sobald sich der grüne Marker auf dem Ziel befindet. Perfektion ist hier allerdings nicht nötig. Die relative Geschwindigkeit sollte nur nicht zu langsam werden. Also den Schub in jedem Fall wieder rechtzeitig auf 0 stellen. Nun hat man wieder ein wenig mehr Zeit und die Entfernung zum Ziel sollte sich verringert haben. Der Vorgang muss aber noch einmal wiederholt werden. Diesmal spult man zeitlich noch ein wenig näher heran. Eine Minute sollte ausreichend Zeit bieten. Man denkt sich wieder seine Linie und richtet das Raumschiff aus.
um dann wieder vorsichtig Schub zu geben. Folgt den grünen Marker ein wenig und stoppt rechtzeitig den Schubvorgang, sobald sich dieser auf dem Zielmarker befindet. Aus einigen Kilometern Entfernung sind nun mittlerweile unter 500 Meter geworden und man hat auch nur noch eine sehr geringe relative Geschwindigkeit zum Ziel. Da uns das an dieser Stelle aber noch nicht ausreicht, wiederholen wir die Prozedur ein drittes Mal. Bis auf eine Minute heranspulen, an die Linien denken und mit minimalem Schub den grünen Marker auf den weißen schieben. Und wenn das nun alles geklappt hat, dann sieht es bei euch am Ende genauso aus wie in diesem Beispiel. 13 Meter Abstand am Schnittpunkt und ca. 5 Meter pro Sekunde relative Geschwindigkeit zum Ziel. Nun muss das Raumfahrzeug nur noch rückläufig zum Ziel ausgerichtet werden. Man wartet dann ab oder spult ein wenig vor, bis man nur noch wenige Meter voneinander entfernt ist. Der letzte Schritt ist dann, die relative Geschwindigkeit auf Null zu bringen. An dieser Stelle kann ich euch hoffentlich gratulieren, also herzlichen Glückwunsch zum Rendezvous. Das war es mal wieder von meiner Seite. Wenn dieses Video hilfreich war, so würde ich mich wirklich über ein Like freuen und ein Abo tut auch nicht weh. Außerdem verpasst ihr dann nicht, wenn neue Videos wie dieses von mir veröffentlicht werden. Und wenn ihr mal Hilfe braucht, so tretet doch unseren Discord bei. Dort sind viele KSP-Veteranen, die jederzeit gerne behilflich sind. Oder ihr besucht mich in einem meiner Livestreams, der immer samstags auf Twitch stattfindet. Dort kann ich bei Fragen auch direkt weiterhelfen. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, tschö tschö.